Hi Leute, ich zeige euch heute, wie ihr ein Bodentrampolin aufbaut und dann geht's los. Hier ist das Trampolin erstmal angekommen, das ist übrigens von Berg und so sah es von innen aus. Aber wir mussten dann erstmal mein altes Trampolin abbauen. Als es dann fertig abgebaut war, haben wir es dann erstmal so hingelegt, wo es sein soll im Garten. Jetzt kommen alle Ecken solche Bodenhaken. Und mit einer Schaufel wird jetzt der Rand markiert sozusagen. Jetzt haben wir angefangen zu graben und die Erde kam dann in eine Schubkarre und da mussten wir dann den Rasen dann noch so rausfummeln. Und dann weiter graben. Die Erde kam dann wie gesagt in eine Schubkarre und wurde dann in einen Container entleert. Hier seht ihr das nochmal genauer, wie es aussah und am Ende war die komplett voll und dann mussten wir weiter graben. Meine Katze hat sich dann auch in die Schubkarre reingelegt und fand das ganz toll, auch so rumgeschoben zu werden. Und dann mussten wir weiter graben. So sah das Loch dann fertig aus und es ist ganz schön groß, wie ihr seht. Hier seht ihr auch nochmal an mir, wie groß das ist. Und jetzt mussten diese Stäbe hier mit Schrauben befestigt werden. Hier seht ihr nochmal genauer, wie ich das gemacht habe. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love. Dann müsst ihr solche Stelzen nehmen und die dann gleichmäßig, so wie ihr hier bei mir seht, aufstellen. Immer diese Dinger da. Hier seht ihr es nochmal, falls ihr das gerade nicht verstanden habt. Und so hat mein Papa die Schrauben dann so fest gemacht. Und die Stelzen dann mit diesen Dingern verbunden. You have my heart, you have my soul, you have my hope. So sah das dann fertig aus und das wurde dann über das Loch gestellt. Jetzt braucht ihr diese Dinger hier, mit denen ihr das Sprungtuch befestigt und müsst dann nacheinander immer sie halt verbinden. Aber ihr müsst gucken, dass ihr nicht gleich alle auf einer Seite verbindet, weil sonst spannt das nicht mehr so gut. Also sonst wird das nicht klappen. Ihr müsst halt gucken, dass ihr eins nach dem anderen macht, auf jeder Seite und dann am Ende alle, damit es dann halt so aussieht. Am Ende kam dann nur noch dieser Rand hier drauf und dann war es auch schon fertig. So sah es aus und das Trampolin springt mega hoch und es ist auch mega weich, also man tut sich nicht weh oder so. Man kann auch coole Tricks drauf machen. Und ja, das war's mit dem Video. Lasst mir einen dicken Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bye!